Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kulturtipps. Heute begrüße ich Sie mal aus Tessin und zwar aus einer Manufaktur für Zupfinstrumente, will ich mal sagen. Hier hängen unglaublich schöne, unglaublich aufwendig gearbeitete Musikinstrumente, Saiteninstrumente, Bässe, Ukulelen sehe ich hier. Florian, du bist Zupfinstrumentenmacher und hast dich jetzt seit ein paar Jahren hier schon selbstständig gemacht. Das Thema sind Gitarren, wie man unschwer erkennen kann. Das sieht ja auch alles sehr, sehr hochwertig aus. Die baust du alle hier selbst, ne? Genau, also die werden komplett in Handarbeit selbst von mir gefertigt, ohne großen Maschineneinsatz. Das Größte, was man so an Maschinen verwendet, ist eine Oberfräse. Okay. Aber auch nur für ganz, ganz kurze und kleine Arbeiten. Okay. Was sind denn das für Leute, die sich hier, also ich denke mal, das Internet ist ja, also denke ich mal, ist Quatsch, aber das Internet ist voll, man kann sich überall für ganz wenig Geld Instrumente kaufen. Bei dir muss man ein bisschen mehr auf den Tisch legen, logischerweise ist ja eine Manufaktur, ist alles handgearbeitet. Kann sich das jeder leisten oder was sind das für Leute, die du ansprichst oder die herkommen, sich so ein Instrument kaufen? Alles Virtuosen? Ja, nicht unbedingt. Also du kannst von bis sagen. Also das ist in dem Beruf, glaube ich, so besonders wie in keinem anderen, weil du hast halt den normalen Zahnarzt, der das hobbymäßig macht in der Freizeit. Und du hast aber auch einen Berufsmusiker dabei. Das ist ja ein sehr individueller Touch, den man hier so sieht. Also das muss den Leuten ja auch gefallen. Ich habe mir so ein paar Sachen mal angeguckt. Also abgespaced ist es schon. Also es geht schon weit ab teilweise von normalen Fender, von der normalen Gibson. Du bist auf vielen Messen unterwegs. Wie ist das so? Wie ist die Resonanz? Die Resonanz ist sehr, sehr gut, weil dadurch, dass wir jetzt gerade eine Musikentwicklung und Stilentwicklung haben, die so schnell eigentlich noch nie vorangegangen ist in so kurzer Zeit, verändert sich ja auch das Handwerkszeug, also sprich die Instrumente. Und gerade bei der Gitarre, was ja das meistgespielte Instrument der Welt ist, da siehst du das immer ganz, ganz toll. Du hast jetzt aber mir gerade erzählt im Vorgespräch, dass du auch so ein bisschen jetzt umgeswitcht hast. Zum Beispiel kann man das bei dem Instrument da drüben sehen, dass du mit ganz vielen heimischen Hölzern arbeitest, was ja lange nicht der Fall gewesen ist, also zumindest nicht bei dir. Da haben wir so eine Bassgitarre, die wiegt nichts. Also um das mal kurz zu erklären, woraus besteht denn eigentlich so eine Gitarre an und für sich? Also eine Gitarre an und für sich besteht ja aus, wenn man jetzt eine akustische mal nimmt, aus Zargen, Boden und Decke für einen Korpus. Und beim Hals ist es eben einmal die Halskantel an sich. Und ein Griffbrett. Das sind alles verschiedene Hölzer, ne? Genau. Normalerweise ist es so, dass man eine Komposition hat oder eine Zusammensetzung, wie bei einem Rezept auch, aus verschiedenen Materialien. Und das heimische Holz bietet sich genauso an wie tropisches Holz. Weil selbst da gibt es die verschiedensten Holzarten, die man einwandfrei für Instrumente benutzen kann auch. Die intensive Landnutzung und die negativen Folgen für die Artenvielfalt sind Thema der aktuellen Ausstellung in der Naturschutzstation des NABU in Schwerin. Ob Rebhuhn, Feldlerche, Wildbienen oder Schmetterlinge, viele verschiedene Arten sind betroffen. Interaktiv wird die Ausstellung beim Biosiegel Dschungel und beim Getreideartentest. Die Inhalte sind auch kindgerecht aufgearbeitet. Bis Ende 2019 kann die Ausstellung in Schwerin-Zippendorf besucht werden. Zum dritten Mal wird auf der Wasserburg Liepen zum Kindertechniktag eingeladen. Polizei, Feuerwehr und THW zeigen ihre Fahrzeuge und Einsatztechnik. Auch Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Gerätschaften können genauestens inspiziert werden. Dazu gibt es eine Bastelstraße, Kinderschminken, Kremserfahrten und vieles mehr. Der Eintritt ist frei, los geht es am 25. Mai um 11 Uhr. Der Verein Migra e.V. in Rostock und das IQ-Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern veranstalten gemeinsam eine Ausstellung. In der kleinen interkulturellen Galerie werden Papierarbeiten von Shahad Najib und Sundus Kuyi gezeigt. Die beiden sind Mutter und Tochter und sind im Jahr 2015 aus dem Irak nach Deutschland gekommen. In ihren Kunstwerken wollen die beiden auch ihren Dank gegenüber Deutschland ausdrücken. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 30. August. Ein Jahr war Pause, nun ist es wieder zurück. Das traditionelle Frühlingssingen der Neubrandenburger Chöre. Euer Veranstaltungsort ist die Konzertkirche, der Philharmonische Chor Neubrandenburg und die Stadt laden gemeinsam zu dieser Veranstaltung ein.
Los geht es mit Orgelklängen am 26. Mai um 15 Uhr. Auch der Tanzkreis Neubrandenburg und die Tanzsportabteilung des heimischen Sportclubs sind mit an Bord. Fitness mit zwei Stöcken, das ist Nordic Walking. Die AOK Nordost bietet Laufen, Walken und Outdoor-Fitness für jedermann in Graal-Müritz. Im Mai starten die Nordic Walking Kurse von Trainerin Ines Köpke. Treff ist unter anderem am 27. Mai um 18.30 Uhr am Buchenkampfweg 9 in Graal-Müritz. Auch am 7., 17. und 24. Juni und am 22., 26. und 29. Juli wird gewalkt. Weitere Termine gibt es bis Oktober. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fremde Welten, die hohe See braucht unseren Schutz. Einem Greenpeace-Vortrag mit diesem Titel kann am 22. Mai im Ozeaneum Stralsund gefolgt werden. Überfischung, Plastikmüll, Klimakrise, das sind nur einige Probleme, die den Meeren stark zu schaffen machen. Miriam Sternel, ehrenamtliche Greenpeace-Aktivistin aus Bremen, nimmt die Besucher mit auf eine bilderreiche Unterwasserseereise. Der Vortrag startet um 12 und um 14 Uhr. Georg Büchners Leons und Lena. Mit diesem Stück geht der Theaterjugendclub Parchim auf die Bühne. Prinz Leons und Prinzessin Lena wollen sich nichts mehr vorschreiben lassen. Sie wollen die Welt entdecken. Als sie aufeinandertreffen, erscheint ihnen die Welt plötzlich viel größer und wilder, viel bunter. Erleben sie junge Talente im Mahlsaal Parchim. Also du hast mir erzählt, du hast ja früher Hölzer geholt aus Kanada, aus Asien, aus Südamerika. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast jetzt drei Stämme geholt aus Schwaden. Genau. So, und da hast du gesagt, das ist ganz toll. Warum? Weil das gut zum Aufzeigen ist für das heimische Holz. Also es ist ein sehr, sehr guter Wegweiser auch für die Zukunft zu sagen, wenn man ökonomisch denkt oder vielleicht auch von hier kommt, hier verwurzelt ist als Musiker und sagt, ich bin den ganzen Tag in der Weltgeschichte unterwegs für alle möglichen Jobs. Ich würde ein bisschen Heimat gerne mitnehmen. Und diese heimischen Hölzer sind genauso gut wie alle anderen Hölzer auch. Ich wollte gerade sagen, es wurde ja gar nicht damit gespielt. Also werbemäßig wird er da gar nicht großartig mit umgegangen, zu sagen, nehmt heimische Hölzer, liebe Instrumentenbauer, sondern es wird ja immer, Sachen wollen ja verkauft werden. Kanadische Super-Ahorn, egal was es da gibt. Genau. Qualitätsmäßig sagst du aber gerade, steht es nämlich gar nichts nach. Ne? Genau, also man kann eigentlich praktisch jedes Holz nehmen. Solange das gut getrocknet ist und fachgerecht getrocknet ist und eingelagert wurde. Also, bei dir kann man Sachen reparieren lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine E-Gitarre ist, ein Bass ist oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Eigentlich repariere ich alles, was Zupfinstrument ist und baue das genauso. Also alles, was ein Zupfinstrument ist, kann man hier bestellen und kann man auch reparieren lassen. Was war denn so das Highlight, was du mal repariert hast, wo du sagst, alter Verwalter, irgendwie so eine super Geigen, kannst du sowas auch? Geigen im Prinzip auch, ist ja nichts anderes rein konstruktionell betrachtet. Es ist aber nur so, dass das halt als Streichinstrument gilt. Anspielen kann ich es nicht. Ich kann halt keine Geige spielen, aber prinzipiell ist es nichts anderes. Und dieses Highlight, wenn man mal sagt, da habe ich mal was in der Hand gehabt, das war selbst für mich, der schon sehr viel, also für dich schon sehr viel erlebt hat und dann gibt es da sowas, was du berichten kannst? Ein Precision Bass von 72 hatte ich zum Beispiel letztes Jahr hier zum Restaurieren und das war ein schönes Gefühl, weil da hing auch eine sehr schöne Geschichte dran von dem Kunden. Der hat den damals auch Ende der 70er Jahre in Budapest gekauft, diesen Bass, und hat damit seitdem jede Show gespielt. Oh. Und das ist halt was Besonderes. Da sage ich auch, es ist nicht unbedingt der Wert von dem Instrument, der einen vielleicht berührt oder der einen dafür begeistern lässt, sondern die Story dahinter, genau, und die Leute, die damit ankommen. Okay. Tja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie Zupfinstrumente mögen, egal ob Ukulelen, Mandolinen, Bässe, Gitarren, E-Gitarren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mal eine Reise wert. Hard Guitars in Tessin, Florian Hellwig, ich habe es selbst schon erleben dürfen. Er hat meine Gitarre auch ganz ordentlich und vernünftig hinbekommen. Dafür nochmal vielen Dank. Falls Sie das mal erleben wollen, einfach mal, Internetseite blenden wir jetzt unten ein. Tessin, Florian Hellwig, vielen Dank. Gerne. Und viel Erfolg für die Zukunft bei der nächsten Messe und so weiter und so fort. Und alles Gute. Dankeschön. So, dann sehen wir uns nächste Woche, wenn Sie mögen. Bis dahin und leben Sie Kultur. We'll be right back.
Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.